Waffe der Allianz aus, Sir. Boah. Das ist ein Prototyp des UGV-Granatwerfers, die Schwarze Witwe. Damit können Sie bis zu 6 Haftgranaten abfeuern und detonieren lassen. Zerstören Sie die Stützen der Landeplattform. Auch nicht schlecht. Nehme ich mit. Jetzt habe ich aber leider irgendwas fallen lassen. Die Bangalore ist, glaube ich, fallen gelassen. Also 2 Waffen kann ich maximal mitnehmen. Zerstören Sie die Pfeiler mit der Schwarzen Witwe. Pfeiler. Hinter diesem Ding anscheinend. Ah ja. Da vorne kann ich sie erkennen, die Pfeiler. Ich habe hier keinen... Ja, ich weiß schon. Ich habe hier keinen leichten Zoom. Mit dieser Waffe. Dann schieße ich einfach mal drauf. Okay. Das war ein bisschen kurz, glaube ich. Ah, wir sehen, wie viele Dinger ich noch wegschießen kann. In der Mitte, in diesem Kreis, in diesem komischen sternförmigen Symbol. 2 habe ich verschossen, also habe ich jetzt 2 blaue blinkende Symbole. 3, 4, 5 und 6. Und jetzt kann ich nicht mehr schießen. Toll. Alles ist voll, maximal ist erreicht. Die maximale Anzahl an Granaten. Und mit Viereck sprengen wir das Ding jetzt mal weg. Wow, okay. Schön nachgeladen. Bergen Sie die Stachelgranaten. Ein weiterer Container ist von der Landeplattform gefallen. Gehen Sie hin und sehen Sie nach. Jo. Das werde ich tun. Wuhu. Dann gehen wir doch direkt mal hin. Bam, 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 da stapft er hier umher. Was wissen Sie darüber? Das sind Stachelgranaten. Sie erschaffen eine Säule aus geschmolzenem Fels, mit der man Objekte anheben kann. Werfen Sie eine unter dieses Gitter, um eine Rampe zu erschaffen. Welches Gitter? Okay. Also die Stachelgranaten machen verformen auch die Erde anscheinend. Werfen Sie eine Stachelgranate unter den Rand des Gitters. Stellen Sie sicher, dass Sie die Stachelgranate ausgerüstet haben. Ja, mit... Überprüfen Sie Ihr Hart zur Bestätigung. Meine Fresse, dräng mich nicht. Also Steuerkreuz rechts, kann ich die Granaten wechseln? Das werde ich dann jetzt tun. Und eine Stachelgranate ist geworfen. Yeah. Auch ein schönes taktisches Element, finde ich. Wunderbar. So, was ist hier? Hier kann ich gar nicht runter. Hier geht's runter. Okay, ich muss warten, bis er aufgeladen ist. Also, ihr seht diesen Balken, der da absenkt immer, nach jedem Schuss. Das ist die Erkennung. Jetzt ist zum Beispiel vorbei. Da muss ich erst wieder aufladen lassen. So, ich weiß gar nicht, gibt es irgendwas zum Sammeln? Gibt es irgendwelche Goodies in dem Spiel? Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Für die es sich lohnen würde, die Gegend abzusuchen. I can't remember. Dann laufen wir doch mal diese Brücke hier hoch, die wir jetzt geschaffen haben. Dank unseres Verformers. Uhu. Und direkt hier ins Gebäude rein. Was ist das? Sammeln Sie noch ein paar Unterschallgranaten ein und werfen Sie eine durch die kaputte Mauer. Wenn keine Erde da ist, wirken Sie wie Standardgranaten. Okay, alles klar. Wenn es also nichts zum Verformen gibt, dann sind es ganz normale Granaten. Ja, schau hier. Muss ich einfach drüber laufen, oder was? Macht mir das Feuer was? Nee. Ich bin feuerimmun. Geil. Feuer kann mir gar nichts. So. Dann, wollen wir doch mal jetzt nochmal hier die normalen, also diese Verformungsgranaten nutzen. Halt, falscher Knopf. Hier. Jetzt wirkt sie wie eine normale Granate. Boom. Kein Boom. Warum nicht? Bin ich jetzt blöd? Oh, okay. Oder muss ich sie fernzünden? Nee, geht auch nicht. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Dumm. Dann werfe ich eine normale Granate. Hier. Ja. Ich dachte, ich sollte jetzt eine... Noch eine pazifikanische Waffe, Sir. Ein pazifikanisches Scharfschützengewehr. Dachte, ich sollte jetzt eine Verformungsgranate werfen, aber gut. Da habe ich das aufgesammelt. Sehr schön. Und die nächste Waffe sieht mir wie ein Snipergewehr aus. Wie der Fachmann sagt. Scharfschützengewehr. Die Pazifikaner haben Störsender an den Türmen auf der anderen Seite der Lichtung angebracht. Ich habe sie auf dem Hub markiert. Schalten Sie sie aus. Okay. Hier haben wir den Zoom. Kann ich noch weiter reinzoomen irgendwie? Nein, ich glaube nicht. Da geht nichts. Bam, bam, bam. Das ist die Verformung. Scheiße, jetzt habe ich eine Granate geschmissen. Wusch. Und da ragt eine Säule aus der Hölle aus dem Boden. So. Also gut, dann schießen wir das Ding jetzt mal ab hier.
Das Signal wurde schwächer. Zerstören Sie das nächste. Ja, ja, ich bin dabei. R3 klicken, um Zoom-Modus zu wechseln. Habe ich getan, tue ich wieder. Okay. In Ordnung. Die Bodenscans zeigen nichts an. Noch kein Zeichen von Pazifikanern. Machen Sie sich mit den gefundenen Waffen vertraut und treffen Sie mich bei der Landezone, die ich auf Ihrem Hand markiert habe. Okay, meine Freunde. Das heißt, ich werde jetzt hier wieder runtergehen. Ich schaue nochmal, wo ist mein Ziel? Da vorne ist mein Ziel. Ah, ja. Ich habe keine Ahnung, wie es sich mit Höhen, mit Fallen aus großen Höhen verhält. Von daher bin ich jetzt mal den vorsichtigen Weg gegangen. Unser Ziel ist da vorne. Ich würde mich gerne ein bisschen umschauen hier. Aber unser guter Protagonist hier ist auch etwas lahm auf dem Bein, finde ich. Oh, kann ich da hoch? Nein. Doch, bestimmt, oder? Yo, cool. Ich kann hier alles besteigen. Nur keine Frauen. Okay. Von da kamen wir her, alles klar. Da ist das. Und zum Aufsammeln finde ich, glaube ich, nichts. Na gut. Schauen wir uns den Mann nochmal gut an, hier. Nee, geht nicht, leider. Oder? Ja, egal. So. Ich spring umher. Ich weiß auch gar nicht, wie sie sich jetzt... Oh, schön aufgesammelt. Wie es sich hier mit den Speicherpunkten verhält. Gibt es Auto-Checkpoints oder gibt es eine bestimmte Punkte, an denen ich speichern muss? I don't know. Oh, wir betreten eine Basis. Oh, und wir werden geblendet von dem heiligen Licht. Hallo, ist hier jemand? Colonel, was hat die Pazifikaner in diesem Krater umgebracht? Sheridans Fachgebiet sind fortschrittliche Waffensysteme. Das Zeug funktioniert nicht immer wie geplant. Wir müssen auf alles gefasst sein. Augen auf. General Sheridan. Auf Befehl der Allianzarmee unter General Marcus Kellys Kommando sind Sie hiermit vom Dienst enthoben. Sie und die Männer unter Ihrem Kommando haben Befehl, sich zu ergeben und die Waffen niederzulegen. Sofort! Wie lange ist das her, Colonel? 5 Jahre? Damals waren wir beide noch Generäle. Wie fühlt es sich an, der Botenjunge für den gleichen Bleistiftschubser zu sein, der einen degradiert hat? Ich bin hier, um Sie festzunehmen, Nathan. Dann hätten Sie mehr Männer mitbringen sollen, Ryan. Oh, scheiße. Sie werden mich nicht lebend kriegen. Jetzt gibt's Ärger. Wow, wow! Colonel, Sie müssen hier raus. Sheridan wird mir nicht entkommen. Kampfflugzeuge starten. Wir sehen uns auf dem Stützpunkt, Sir. Okay. Da spielt einer den Helden, hey. Wachen, zu mir! Haltet die Eindringlinge auf! Wow, okay. Die heben die Erde an. Dann werden wir sie wieder senken. Okay, keine Granaten. Okay. Brody, bleiben Sie an Sheridan dran. Jagen Sie ihn und seine Männer aus dem Gefängnis an die Oberfläche. Auf der anderen Seite warten bereits unsere Verstärkungen. Okay. Jetzt geht die Schießerei hier los. Der Kollege hilft uns, wunderschön. Verbündeter. Sie werfen Tekton-Granaten. Ja. Die haben die entgegengesetzte Wirkung von Unterschallgranaten. Sie heben den Boden an. Oh, oh. Hallo. Haut zu. Sie kennen die Mission. Sie kennen den Plan. Okay, ich muss mal kurz was ändern. Die Musik ist doch etwas sehr laut, finde ich. Musik. Schade, dass wir kein Beispiel hören. Ich würde gerne wissen, wie es jetzt um die Musik steht. Nein, gut, egal. So nehme ich das an. Ja, passt. Gut. Pazifika-Typen bekommen jetzt ihre Abreibung. Angriffsphase 1 einleiten. Okay. Ich schieße mal hier drauf. Wildfire-Staffeln, hier ist der Staffelführer. Geh mal kurz weg. Sie auf Angriffsgeschwindigkeit. Und los. Wildfire 1, Ziel anvisiert. Wildfire 2, Ziel erfasst. Okay. Wildfire 3 bereit zum Feuer. Jede Menge Funksprüche. Was passiert hier? Egal. Ihr Verteidigungsnetz ist aktiv. Ich will jetzt mal da drauf schießen. Geh doch mal weg da. Du, ich verletz dich wahrscheinlich. Oh, okay. Cool. Ich hab's gewusst. Ich habe ihn verletzt, hätte aber auch das hier eröffnen können. Wusste ich jetzt gar nicht, dass es hier die Umgebung mit einbeziehen kann.
Habe jetzt auch nochmal eine gegnerische Waffe aufgehoben. Mal schauen, was die so bringt. So. An alle Streitkräfte von Pacifica. Die Truppen der Atlantischen Allianz werden ab sofort als feindlich eingestuft und sind sofort anzugreifen. Wer schießt da? Da schießt doch jemand. Ah! Von draußen nach drin. Oh, okay. Diese Allianz-Einheit ist festgenagelt, Jet. Schützen Sie mit dem Performer vor dem Beschuss. Errichten Sie eine Deckung, um ihn da rauszuholen. Okay, klar, geil. Mach ich. Bauen wir eine Barrikade. Bitte. Allianzbedrohung in Sektor 1. Alle Eindringlinge neutralisieren. Oh, die senken aber auch wieder alles. Scheiße. Oh, okay. Jetzt ein bisschen... Oh, ne, Freund. Sorry, jetzt habe ich ihm in den Rücken geschossen. Es tut mir furchtbar leid. Was ist denn hier los eigentlich? Kann ich dich nicht hier... Shit. Kann ich hier nicht platt machen? Das ist natürlich schlecht. Den hätte ich jetzt doch gerne mal hier... An alle Truppen der Atlantischen Allianz. Erwischt. Sie befinden sich auf pazifikanischem Gebiet und sind umstellt. Lassen Sie die Waffen fallen. Das werden wir doch mal sehen, wer die Waffen fallen lässt. Ich bestimmt nicht. Okay. Jetzt werden wir uns doch um das Ding kümmern hier. Barrikade. Errichten Sie sich eine Deckung mit dem Performer. Mach ich. Ah, shit. Komm schon. Boah, shit. Oh. Meine Energie ist schon ziemlich down, das ist natürlich schlecht. Ah, lädt sich von alleine wieder auf. Wunderbar. Erledigen Sie den Artilleristen, um das Geschütz zu stoppen. Welche Artilleristen? Ah, da oben. Nee, was muss ich machen? Ah ja, okay. Ich verstehe. Eine Granate wird geworfen jetzt. Ah, ich habe keine Granaten. Doch. Ich habe da eine. Bringt die was? Oh ja. Das hat's gebracht, oder? Glaube ich. Oder? Nein, hat's nicht. Oh, Wahnsinn. Jo, da ist er. Schön den Kopf weggeballert. Somit ist das Geschütz kein Problem mehr. Was sind das für komische Container hier? Sieht irgendwie illegal aus. Weiß auch keiner. Kann ich das Teil hier benutzen? Oh, geil, halten das Drachen oder dem Geschütz zu benutzen. Geil. Ah ja. Mit jedem Schuss senke ich den Boden quasi. Auch eine schöne Idee. Okay, aber es ist nichts zum Erschießen da. Von daher öde. So. Was muss ich jetzt hier oben machen? Achso, ich muss mich hochkatapultieren. Ah, was heißt katapultieren? Hoch. Einen Weg hochbauen. Halt. Bleib oben. So. Komm schon. Jawohl. Allianzbedrohung in Sektor 2. Alle Eindringlinge neutralisieren. Oha. Da ist er. Du hast keine Chance, Junge. Ah, das werden wir doch mal sehen. Sheridan. Am besten wieder runter, oder? Ach, scheiße. Wow, okay. Ich habe keine Chance. Komm her. Der ist weg, oder? Oder duckt er sich nur? Okay. Da fällt alles zugrunde. Wow. Von wo schießen die denn? Loot. Hier ist Loot. Aber ich kann nichts aufsammeln, leider. Tja, doof. Okay. Da muss ich wohl da vorne entlang. Da unten geht die Post ab, ich sehe schon. Freund oder Feind? Das ist, glaube ich, ein Freund. Das ist ein Feind. Oder? Nee, auch ein Freund. Ich stehe auf die falsche Richtung. Wo ist der jetzt hin? Oh! Da geht's aber verdammt tief runter. Feind. Yo! Der ist hinüber. Und der auch. Oh, da fliegen die Typen durch die Gegend. Wahnsinn. Ich geh runter. Allianzbedrohung in Sektor 3. Alle Eindringlinge neutralisieren. Mach ich. Ich versuche mein Bestes, Leute. Hallo, Kumpan. Oh, da vorne. Ich sehe dich. Ach, shit. Ich kann nicht durchschießen, verdammt. Okay, hier soll ich hoch, ist klar. Was gibt's denn aber hier noch zu holen? Ist hier irgendwas drin?
Nee. Okay, lass mich erstmal hier umschauen. Ich will hier ein bisschen mich umsehen, nicht so hektisch durch die Gegend rennen. Weil das vermisst mir etwas die Spielstimmung. Ha, hallo! Meine Freunde. Ja. Wir sehen, benutzen die eine Physik-Engine. Welche weiß ich jetzt leider nicht. Ah, hier kann ich wieder hoch. Sehr schön. Komm noch einmal. Jo! Sehr schön. Ist hier noch irgendwas? Nein. Was ist dieses hier? Ein Rohr. Okay. Hier gibt's nichts zu holen. Okay, okay, da muss ich wohl zu dem markierten Zielpunkt wieder hin. Ah, schau, eine Kiste, eine Kiste! Was ist darin? Granaten. Granätchen, die die Erde nach oben verschieben lassen, wie wir sehen mit diesem Symbol. Mach ich doch mal gleich so ein Granätchen. Halt, nein, das war falsch. Ich könnte zwar auch den Verformer benutzen. Oh, sorry. Oh, Jungs, es tut mir leid. Jungs, es tut mir leid. Wollte ich nicht. Ach so, jetzt kann ich hier hoch, genau. Jetzt muss ich hier entlang quasi. Wir geben Deckung. Ja, ja, macht ihr das mal. Lasst mich vor, ich regel das. Oh! Ja, ja. Hab's gemerkt.